Was geht ab, Freunde? Euer Arminio hier und herzlich willkommen zum großen Vlog-Monat. Ich weiß nicht ganz, ob es ein Monat wird, aber wir haben Tag Numero Uno. Wir haben Algerien-Zeit, 3 Wochen lang. Jeden Tag kommt ein Vlog dazu jetzt. Wir sind hier gerade schon, wie man unschwer erkennen kann, am Flughafen unterwegs. Ich reise nicht allein, ich reise mit meiner Freundin und meiner Mutter. Es kommt auf jeden Fall jetzt fast jeden Tag. Ich versuche es, Daily Vlogs mit Content, Fußball. Wir gehen in die Wüste, krasse Sachen. Eingecheckt haben wir, ich nehme euch auf jeden Fall noch mit ins Flugzeug und etc. pp. Ich habe auf jeden Fall Bock drauf, ich hoffe ihr auch. Und nehmt hier mal die Videos auseinander, das wird crazy Premium-Zeug. Bis dahin, und wir sehen uns im Flugzeug. So, wir sind jetzt auch auf dem Weg gerade schon zum Sicherheitskontrolle. Das ist so letzter Step davor. Und was darf natürlich auf dem Flug nicht fehlen als Fußball-Influencer? The Ball und Elevate Jürgen Würmer Nackenkissen. Sag ich euch, wie es ist. Schlange ist bodenlos lang, aber wir haben noch Zeit. Freunde, wir sind da in Algeria. Ist auf jeden Fall alles, ja, ein bisschen durcheinander, aber ist jetzt nichts Außergewöhnliches in dem Land. Wir holen jetzt auf jeden Fall noch hier mit den Stornis gerade unser Gepäck ab und ja, dann geht's auch schon raus. Ich bin auf jeden Fall im Hype und hier ist es sehr laut. So, Koffer haben wir erfolgreich verstaut. Jetzt geht's raus und wir gucken gleich mal, ob wir gleich mal Karzen spotten, weil der und mein Onkel sollten normalerweise auf uns warten. Wäre schön. Nein, die warten auf uns. Wir spotten sie. Weintrauben sind ausgelaufen, passiert aber. Sag ich euch, wie das passiert. Wir sind gesund angekommen. Das ist alles, was zählt. So, wir wurden hier vom Special Guest abgeholt. Reunion, Papa Arminio. Wo sind wir hier? Again, come back. So, Freunde, Abholexpress sind hier mit meinem Onkel Mohammed. Der hat uns heute nämlich abgeholt mit Sally. Wir sitzen jetzt hier. Hier ist jetzt noch hier der Flughafen. Hier geht es jetzt auf jeden Fall noch raus. Und ja, wir schauen jetzt auf jeden Fall mal. Ich glaube noch ankommen, was Kleines essen. Und dann machen wir uns auch schon direkt Richtung Tiaret. Weil wir haben noch 4-5 Stunden vor uns. Und es ist halt jetzt auch schon 18:30 Uhr circa. Ja. So, Freunde, wir haben hier das Stadion. Ja. Das ist Stadion Ximo Mandela. Der heißt Nelson Mandela, ist das Stadion. Das sieht ja übelst krass aus, oder? Also für Algerien. Ich hoffe, ihr hört mich jetzt irgendwie nicht. Ja, Nelson Mandela Stadium steht auch da. Ich feiere das extrem. Ich hoffe, wir kommen hier irgendwie rein. Das wäre krass. Aber echt, also für algerische Architektur, und da spreche ich aus Erfahrung, ist big. Ich werde hier auf jeden Fall herkommen. Wir werden uns das mal genauer anschauen. Was geht, Freunde? Wir haben hier gerade ersten Zwischenstopp. Wo genau wir sind, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, ich habe jetzt meine Karte gewechselt. Ich habe jetzt hier auch ab jetzt Internet. Da haben sich gerade um alle drum gekümmert. Jetzt gibt es hier gerade Harina. Und ich glaube, wir haben noch eine ziemliche Strecke vor uns. Es sind circa, glaube ich, locker noch 3 Stunden oder so. Ja, jetzt wird auf jeden Fall erstmal kurz was gegessen. Taste-Test, okay, für euch. Auf Kartoffelsuppe angelehnt, aber orientalischer. Ist gut, wir essen jetzt erstmal. Ich zeige euch dann noch das andere und let's go. So, Essen ist fertig. Ich war zu verfressen, ich konnte nichts mehr filmen. Dreh dich mal kurz. Das ist Restaurant Cafeteria El Hashiri. War krank. Da grillt der auch frisch, der Mann. Das ist ein Supporter. Fabi, Riechelum. Ist Supporter auf jeden Fall. Supporter. Ich wollte mal noch einen kleinen algerischen Geheimtipp zeigen. Wir haben hier Selecto. Algerier, gucken nicht viele von euch, kennen das. Macher, das ist so eine Art Cola. Hinter der Kamera, keine Ahnung. Ist auf jeden Fall so eine Art Cola. Aber ihr dürft ihn nicht mit der Cola-Cola vergleichen. Weil Cola-Cola ist Coca-Cola. Das ist so special einfach. Es schmeckt einfach nach Gummibärchen. Es schmeckt einfach nach keiner guten Qualität und das knallt. Und Lala Khadija. Das ist Sprudelwasser. Ja, Kohlensäure ist nach einer Stunde raus. Schmeckt auch eigentlich nicht gut.
Aber für die Wasserkenner unter euch. Wow, keine Ahnung, das wird hier unterbrochen vom O2-Mitarbeiter. genau. Team O2. Ist okay. Wir machen jetzt weiter. Wir haben noch so circa 2,5 Stunden vor uns. Genau, das ist halt das schöne Again hier. Hier ist so ein schöner Spielplatz, Läden. Ein bisschen. Ja, man fühlt es einfach. Ich freue mich hier zu sein. Ich fühle es einfach und weiter geht's. Ich melde mich in Tiaret. Also Freunde, nochmal ein kurzes Lebenszeichen. Wir haben es jetzt 22 Uhr circa. Ich wollte euch das nochmal zeigen. Algerien, wirklich ein Land für sich. Wir fahren jetzt hier so Landstraßen lang. Man sieht hier leider gar nichts, aber hier ist halt einfach gefühlt Gebirge. Und hier ist halt kein Licht. Es gibt hier kein Licht. Du fährst hier lang und bist eigentlich nur auf dein Auto angewiesen. Es kommen hier mal Autos entgegen, die blenden dich dann. Da sieht man es mal so ein bisschen. Das ist schon echt crazy. Hier, man sieht einfach nichts. Du fährst einfach ins gar nichts rein. Und die überholen hier einfach in der Kurve LKWs. Dieses Land, das ist absolut Wahnsinn, wirklich. Aber dafür liebt man es einfach so sehr. Ich hoffe, wir sind in einer Stunde, anderthalb spätestens da, weil wir sind auch wirklich, wirklich, wirklich einfach nur tot. Oder Sally? Ja. Bis zum Hause, Arminio. Freunde, ganz kurze Zwischensequenz, damit ihr euch nicht wundert. Ich bin tot. Ich bin einfach nur tot. Morgen in alter Frische bei Helligkeit machen wir eine Roomtour. Wir starten mit einer Roomtour. Wir sind aber gut angekommen, haben noch kurz mit der Familie gequatscht. Ja, und jetzt, Bett ist ready. Wird einfach nur noch geschlafen und Energie getankt. Deswegen bis morgen zur Roomtour. Also, bis gleich zur Roomtour. Charlie. Algerische Esskultur ist Spaghetti mit Brot. Schon Almanie und Arbeiter, Deutsche. Ich habe hier nur so Sandwich-mäßig. Wegen, ihr wisst ja. Und Roomtour folgt auf jeden Fall gleich noch. Nehme ich euch da mit, je nachdem, was ich halt zeigen kann. Zimmer und so. Gucken wir uns dann mal an. So. Ich zeige euch ein bisschen was. Kommt mal mit. Hier geht es zur Küche. Nicht die Filme, nicht die Filme, ja. Also hier achten wir ein bisschen auf Privatsphäre. Meine Tanten haben ja auch Kopftuch auf, deswegen hier sitzt noch ein paar. Aber nicht im Haus. Im Haus nicht, deswegen. So, Kühlschrank. Wirf mal einen Blick rein. Ja, geht. Schön. So, dann. Danke, geht's. Deine Tante hat gefragt, was du machst. Roomtour. Dann wieder so deine Tiefkühltruhe. Hey, wie ist das? Hey, hey. Dann geht's weiter. Das ist halt hier so Küche ein bisschen. Küchenmäßig. So. Dann kommt man noch schnell mit. Küchenmäßig, küchenmäßig. Kommt gut. Das ist, wo die auch nicht unbedingt filmt. Da ist so ein Haus. Wo ist ein Mar? Nicht Haus hier. Ist so ja, so, so sieht so ein typisches Frühstück aus. Wie alt ist Mohammed? Mit 10er. Ich ja, bin 10. gerade am Arbeiten. 10. Ja, ist nur bei seiner Mama. Ja. Mama, so Mama, Kuchen. Mama. Das haben wir natürlich mitgebracht. Ne? Der ist zu seiner Mama, Rasierer. Zimt. Ich habe den gestern ja. Abend oben bekommen. Guck mal her. Von Hedy. Rasierer. Von Hedy. Ja, Mama, in der Garage. Das ist Pfandegge. Obwohl es hier keinen Pfand gibt. Ja. Das ist ein bisschen so Unterbereich. Wie gesagt, da haben wir gestern Essen gemacht da drin. Genau, leider schlafen noch ein paar. Das heißt, alles kann ich euch jetzt nicht zeigen. Wir gehen jetzt mal ganz kurz mit hoch in unser Zimmer. Und genau. Wir kommen alle aus dem Haus raus, habe ich das so wie hoch. Und hier geht die Treppe hoch zu uns. Also kommt mal mit. Dann habe ich den Schlüssel, der geht in Sally in mein Zimmer. Bitte nicht so auf die aufgeräumten Gegebenheiten achten, die und halten wir nicht ein. Sally hat nicht aufgeräumt. Hallo. Ja. Erstmal sieht es hier infrarotisch aus. Das liegt daran, dass die. Das ist ein Bordell. Dinger rot sind. Hier ist unsere Ecke. Hier schlafen wir. Ihr müsst euch von so einem normalen Komfort hier verabschieden. Gibt's hier nicht. Die haben hier zwei Betten. Die kriegen so die Kings, die Ältesten. Wir schlafen auf dem Boden, nicht am Bord. Und hier ist der Ausblick von oben. Tada! In unsere Ein. Oh, das fokussiert nicht. Armin, das hat nicht fokussiert. Stimmt. So, hier geht's noch ins Bad. Ja, nichts Besonderes. Toilette, Duschbereich, so Kabinendusche, abgespaced.
Und ja, hier ist ein Fenster. Das war's auch schon. So, Freunde, hier haben wir auf jeden Fall den Club von dem, sag ich mal, von der Stadt, wo mein Vater herkommt. Tiaret heißt die. Das ist hier Zweitliga-Fußball. Die haben sogar eigentlich ein ganz geiles Stadion hier. Also für algerische zweite Liga ist jetzt nicht so schlecht, aber gibt auf jeden Fall kein Gerissniveau. Dafür ist die Anlage schon ziemlich geisteskrank, so muss man mal ganz ehrlich sagen. Wir sind hier gerade auch am Trainieren. Ich habe hier morgen 16 Uhr auch eine Challenge gegen die. Gegen zwei mit der besten Spieler, gegen den Torwart. Bin ich auf jeden Fall auch mies Hype drauf. Kommen natürlich die Clips dazu auf TikTok, Instagram online. Ich werde mal gucken, ob ich nebenbei noch laufen lassen kann, dass ich euch auch noch was reinschneide. Ansonsten vielleicht hochkant. Aber es ist auf jeden Fall mal spannend. Ich komme hier auf jeden Fall mal zu einem Spieltag her und dann seht ihr mal, die Stimmung ist schon geisteskrank.